Hallo ihr Lieben, es ist Ostern und ich möchte euch aus zwei Eiern orakeln. Was hat sich im Hinblick auf den vergangenen Jahreswechsel verändert? Richtig, nix. Wir sind Corona. Aber das ist heute nicht mein Thema. Mein Thema ist heute, euch die Zukunft des Missbrauchs der katholischen Kirche an sein Schäflein zu orakeln. Was braucht man in der katholischen Kirche richtig? Man braucht Eier. Am besten gleich zwei. Das erste, um an Gott zu glauben, was ansonsten an sich schon ansonsten nicht ganz so einfach ist. Und das zweite, um die Kinderlein lieb zu haben. Nun, dafür hat die katholische Kirche so einen kleinen Stolperstein für die Hüter unserer Seelen eingebaut, das Zölibat. Was besagt Zölibat? No Sex. Wozu braucht man das? Und wie das so weitergehen kann, so locker, luftig und frei, mit dem Missbrauch an den Kinderlein, das lese ich uns heute aus den Eiern. Im ersten Ei habe ich gefunden, keine Ahnung, wie der Typ heißt, aber er sieht ziemlich gut aus. Und er passt verdammt gut zum Thema. Ein Mann, wie Gott ihn schuf. Was braucht ein Mann, um richtig Mann sein zu können? Ein Auto. Ich weiß gar nicht. Haben katholische Priester Autos? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Geiles Teil. Also, was entnehme ich aus dem ersten Ei? Aus dem ersten Ei entnehme ich freie Fahrt. Für freie Männer. Ein bisschen Verschwiegenheit macht die ganze Sache. Auch nicht viel schlechter. Man muss nicht immer alles nach außen geben. Man muss nicht immer alles sagen. Man sollte einfach still und leise die Dinge machen, die man machen möchte. Das muss nicht jeder wissen. Wichtig ist nur eins, dass die Kohle reinkommt. Die Kohle muss fließen. Das ist auch im anderen Leben eine wichtige Angelegenheit. Dann will ich mal sehen, was das zweite Ei für uns bereithält. Keine Ahnung. Ich sag mal so. Noch ein Auto. Und der gleiche Typ. Also, Leute, der Teufel scheißt immer auf den größten Haufen. Das macht mich froh, weil ich jetzt weiß, dass das alles seine Richtigkeit hat. Schafft eure Kinderlein weiter zu den Hütern unserer Seelen. Die machen das schon richtig. Bringt euer Geld weiter dahin, damit sie sich vielleicht noch ein drittes kaufen können. Ich kann euch nur eins sagen. Zu Ostern kommt der Osterhase. Was bringt der mit? Eier. Prall gefüllt mit
Super Sache. Macht's gut. Guckt euch das an. Mir fehlen die Worte.